Willkommen bei den Domanis, wie immer jeden Morgen. Wir gehen wieder frühstücken. Ja, muss. Ja, Konvoi ist da. Wir wollen los. So wie gestern sind wir wieder bei von Alförden. Nein, ich kriege keine Kohle dafür. Es ist in der Nähe, deswegen essen wir was. So. Da sind wir doch alle hier, ne? Da wollen wir jetzt mal losgehen. So, Freunde. Das sind die anderen Jungs. Heute wollen wir mal gucken, was wir Schönes essen. Vielleicht was Herzhaftes. Wei. Bunne, ja? Nicht schlecht. Tuning, Digi. Na, guck mal, wer hier ist. Wer? Allah. Wir sind am Frühstücken. Wir haben einfach unser Spot geklaut. Moin, grüß dich. Was geht hier? Wie geht's dir? Kaputt. Warum? So, wir sind mal da, ja, die Stars sind da am Bestellen. Ja, eigentlich geht, kann man essen. Ja, ne, schmeckt auch nicht schlecht. Sehr gut. So, die Jungs sind da hinten auch am Essen. Wir sind hier am Essen. Jawohl, lasst euch schmecken. Okay. Wir sind hier bei den Domanis, liebe Freunde. Ja. Es ist müde, wir sind los. Ja, wir packen. Wir mussten natürlich heute hier weg. Ja, und dann sage ich mal, fahrt vorsichtig. Bye-bye. Ja, unser Songwriter geht jetzt, er verlässt uns. Education geht. Passt auf euch auf. Ja. Bye-bye, fahrt vorsichtig. Ja. Tschüss. So, wir gehen auch, genau, ne? Packesel CLS, da geht doch alles rein, ihr Alter, ne? Da geht alles rein. Genau, so. Wir haben ein schönes Haus gehabt, richtig gemütlich. Genau, ein paar Sachen haben wir jetzt hier auch drin. So, wollen wir noch mal eine kleine Endrunde hier machen? So, einmal alles dicht machen, dass mal alles sauber ist hier. So, war eigentlich schön. Wirklich, wir waren hier jetzt mit 7-8 Leuten. Ja, ein schönes Haus, neu renoviert. Ne? War doch gar sauber hier alles. Also, ja, war schön. War super. Wirklich ein tolles Haus. Schön nah, 5 Kilometer also, von der Messe. Ich wünsche mir, unsere Zimmer wären so in etwa. Das ist so mein Wunsch. Ja, richtig schön. Also, wir wollten eigentlich, wir kopieren hier den Style für unser Hotel. Das wäre so ein Style hier, so. Ja, ne, schön, dezent. Vielleicht mal nochmal. Überleg mal, unsere Zimmer sind ja noch besser. Noch größer. Weil jedes Zimmer von uns hat eine Küchenzeile und eine Dusche. Ja, eine. Und das Gute ist, aber die Betten finde ich nicht schlecht. Aber was hat er gesagt? Die sind teuer, ne? 600? Er hat gesagt, 600 hat er pro. Ist nicht schlecht, ne? Waren gemütlich, die Betten. Ja, schön, dass so und noch hier mal ein bisschen Farbe reinbringen, das wär's. Ja, ist gut. Ja. Also, wir haben auch gut geschlafen hier. Ja, Bad schön sauber, ich hab's auch schon gesehen, ne? Was hinten. Ich aber nicht verstehe, hier unten ist großer Waschbecken, voll staubig. Keine Ahnung. Und oben klein. Ja, schön Garten gehabt. Jo, Wetter ist heute ein bisschen bescheiden, muss ich jetzt sagen. Ja, du musst hier vorne raus abschließen, Schatz, hey, oder? So, ich gehe raus, Vorsicht. Was ist das für eine Tüte? Sieht auch nicht so gut aus, ne, aber. So. Okay. Da wollen wir mal. Ja, gestern alle mit T-Shirt los, heute muss man mit Jacken los. Ne? So ist das nun mal. Frühstücken. Aber unser Bäcker hat zu, wir müssen einen anderen ausprobieren. Ja. Cool, du musst du sagen, wenn ich das eine mal links fahren soll, das reicht schon. Genau, und es ist wirklich kalt, ja. Wir haben alle jetzt die Zeitung an. Unglaublich, das ist typisch Deutschland wieder, ne? Also mal so. Wir fahren gleich durch. Direkt weiterfahren. Wir sind ja doch eh jetzt im Konvoi. Zilla Yolo 2.0 startet direkt ab jetzt. Lukas, sein Auto lassen wir komplett restaurieren. Ja, umlackieren. Ja, und Jan sein auch. Aber was machst du, Leon, dann? Umlackieren, andere Farbe wieder. Ja. Andere Felgen, andere Farbe. Anderes, die Farbe von den Sitzen nochmal ändern. Also außen braun, innen grün. Das wäre auch eine gute Idee, ja, ne? Ich mein. So, ein neuer Bäcker. Wir gehen fremd. Ich habe auch Hunger jetzt. Ne? Das ist nicht unser Bäcker. Hey. Sind wir bei den Domanis? Ja, immer noch auch Domanis hier. Und wie viele Kanäle der hat? Ja, oh. So, das ist der neue Bäcker hier. Nee, da wollen wir hier was essen. Anders. Andresen, ja.
Schauen wir mal, was wir hier. Oh, sieht aber lecky lecky aus. Ja, die Mannschaft ist hier voll. Alter Schwede hier, die Gang. Ja. Nicht ohne mein Team. Nicht ohne mein Team. Hat er nicht. So, yes, 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 yes. Oi, 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 oi. Katastrophe, das kann dauern jetzt. Na, ja, wir müssen aber Gas geben, Digga, die Messe geht um 10 los, ne? Um 10? Ja, ja, muss man schon ein bisschen Gas geben, dass wir hier... Genau, wir gehören auch zu der Welt. Die beiden nicht. Ey! Hör da nicht, ey. Wenn ich ernsthaft auf die Frauen, ist gut, dann nicht. Für was? Für zu Hause? Guck mal, das sieht so lecker aus. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Dann nimm doch gleich eine Torte mit. Ja, welche wollen wir? Oh, ich hab Hunger, ja. Aber Käsecroissant hätte ich, aber haben sie leider nicht, ne? Auch mit Käsebrötchen, zweimal mit Ei und Remoulade. Ja, Salat kann auch mal. Ich will auch Remoulade haben. Einmal mit Butter, einmal mit Ei. Nee, beide mit Ei. Remoulade und Salat kann er auch. Du Manis gehen essen. Guten Appetit. Dankeschön. Wir haben. Was hast du denn? Ah, du hast ganz normal. Ich habe noch ein Ciabatta-Brot bekommen. Habt ihr das gesehen? Bei uns war das das Letzte. Bei mir war das das Letzte. Da ist volle Pulle. Aber wir haben diese frisch bekommen. Ja, ja, wie man es nimmt. Aber habt ihr gesehen? Pulle Chicken. Habt ihr genommen? Nee. Wir haben Rind. Ich will noch was essen. Nein, Rind und dann Chicken. Ja, haben wir auch noch. Ja. Ich will nur mal eben kurz das. Na, Gummi? Aber hast gesehen, Pulle Chicken. Also es gibt's einfach, ganz einfach. Burger. Musst du dir selber belegen. Krautsalat. Alles ungetrocknete Tomaten. Da hinten gibt es noch ein bisschen Pudding. Käse haben wir noch, ist voll. Habt ihr keinen Käse mehr hier? Ne, hier. Mehmet sitzt. Er hat schon gegessen. Schmeckt's dir denn? Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, genau. Hey, danke, danke nochmal für das Armband, für den Burger. Nein, alles gut. Das ist selbstverständlich. Was denn? Abonniert den Education. Education. Ach komm. Und da kommt. Zwei Rapper, das bin ich nicht, das ist der. Genau, bestimmt. Viele verwechseln das. Das ist Eddie Motion Education. Genau. Genau, aber demnächst vielleicht, ne? Lasst euch überraschen, auf. Oder? Wir haben es geschafft. Wir sind in der Firma, sind kaputt, wirklich, war so hart, so hart. Ja, wir gehen jetzt mal was zum Essen holen. Bis gleich. So, wollen wir was essen hier, weil was gibt's denn? Ja, Freunde, wir sind kaputt. Sun ist auch kaputt, oder? Bist kaputt? Ja. Geht? Nein, also ich bin nicht kaputt, aber ich habe Kopfschmerzen, keine Ahnung. Ich bin müde, ja. Meine Füße tun weh. Stimme geht langsam, langsam besser. Aber wir sind auch alleine heute hier. Jan ist mit Eddie Motion los, das Auto noch bringen. Eigentlich wollten wir heute gar nicht arbeiten, bin heute Morgen gekommen, aber irgendwie kommen immer ein paar. Ja, ein bisschen Kohle müssen wir einfahren. So, erstmal stärken wir uns mal. Letztes Mal war ich ja mit Bobi da essen, da habe ich mir irgendwie hier Grill, Mrill, bla bla geholt. Aber Experiment war nicht gut, hat mir nicht so gut gefallen. Ich hole mal ganz normal Sesam, Chicken Teriyaki, Knoblauch, Tomate, Zwiebel, Jalapenos. Das ist so mein Standard, was ich immer kaufe. Letztes Mal aber auch so ein Experiment gemacht, das war aber lecker. Für die Beef. Okay. Ja. Käse und sowas, das war schon lecker. Okay, aber ja, heute wollte ich wieder so bleiben, klar, ne? Aber das mit diesen Grillhähnchen war jetzt nicht so, also Grill, Käse, bla. Oh, wir schauen mal, essen wir jetzt. Endlich wieder daheim, endlich. Ja, also es war wirklich, wirklich ganz, ganz tolle Tage, muss ich sagen. Es ging so heftig, so bam, 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 hintereinander.
Frühstücken, hingehen. Also freizeitmäßig war wirklich wenig. Wir waren wirklich müde von dem ganzen Stehen. Viel gegessen haben wir auch nicht wirklich. Ne? Wir waren dreimal bei diesen Mongolen, weil wir nicht wussten, wohin wir mal hingehen sollen. So auf die Schnelle gab es immer den Mongolen. Hat auch super geschmeckt, muss man sagen. Was soll man sagen? Es war wirklich ein Erlebnis, was ich nie wieder vergesse. Meine erste Messe mit meiner Familie, mit Leon, mit Carina, mit Lukas, mit Eddie Motion. Ja, küsst eure Herzen, wir kommen so gut klar. Education war noch dabei, unser Songwriter. Mit dem will ich mal auch mal so ein Intro für mich aufnehmen. Ja, Rocky musste hier bleiben, ne Rocky? Was ist los hier? Es war wirklich schön, es war wirklich schön. Jetzt in 3 Wochen, 3,5 Wochen beginnt der Umzug. Mit dem Hotel Pension, da geht es auch nochmal richtig los. Das wird richtig stressig, da nehme ich euch auch natürlich mit hier. Stimme kommt langsam. Die war ja komplett weg, aber langsam erhole ich mich von der Stimme. Heute bin ich zur Arbeit gegangen, habe da ein bisschen so versucht, was zu machen. Und ja, ein bisschen was hat auch geklappt. Aber jetzt kann ich nicht mehr. Es reicht, ich will nicht mehr arbeiten. Ich bin zu Hause, ich chill jetzt ein bisschen einfach. Habe Nudeln gegessen, einfach auf der Couch ein bisschen rumliegen, ein paar Videos hier fertig machen. Dann sage ich mal, wir sehen uns auf jeden Fall in den nächsten Videos. Stimme hört sich ein bisschen kacke an, aber musst ihr durch. Ja, abonnieren, liken nicht vergessen. Ja, den könnt ihr auch vielleicht abonnieren. Keine Ahnung. Hey, Rocky, Alter, was ist los hier? Guckt euch mal den an. Guck mal. Er ist so geil, ich kann ihn hier wirklich. Ja. Rocky, was geht, Digi? Sag mal tschüss, abonnieren, liken, nicht vergessen. Bye bye. Ciao.